Weil auf der einen Seite, ich habe nichts dagegen, ich gehe gerne arbeiten sogar. Aber so viele Kosten. Muss ja vorstellen, ich komme extra nur zur Arbeit dafür, dass mein ganzes Gehalt halt weggeht für. Ja, das ist übel. Für nichts. Weißt du, es bringt nichts. Ich hab keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Weißt du, selbst wenn ich mir einen Diesel kaufe, ja, bin ich trotzdem bei dem gleichen. Mit dem Ganzen halt. Mit der Rechnung und so weiter. Ja. Ich meine, bei mir geht's ja noch. Ich bin ja nur in der Nachbarstadt. Dementsprechend sind meine Kosten. Also, wie gesagt, knapp 750 Euro hatte ich. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, 450 hast du. So 450 bis 490 Euro mittlerweile. Ungeschützt. Geht in Deckung. Bist du, glaube ich, wenn du halt die Miete abziehst, wenn du rumharzt. Ich habe jetzt extra Kosten neben der Arbeit, dadurch, dass ich ja jetzt noch rechtsschutzversichert bin und hier diese hat sich ja auch alles erhöht, ne? Rechtsschutz bis Jahr. Ja, stimmt. Muss ich auch noch zahlen Anfang des Jahres. Ja. Also Rechtsschutz kostet, glaube ich, 30 Euro. Ja, er ist abgelegt. Oder halt, wenn du arbeitslos bist, halt gar nichts. Habe ich als Vertrag. Dann, ja, das war dumm. Ich musste halt, glaube ich, echt ganz entspannt abwarten. Dann habe ich anstelle von 30 Euro Altersvorsorge, um die staatliche Prämie zu sichern, muss ich jetzt 90 zahlen, beziehungsweise 93. Geht in Deckung. Das sind auch nochmal knapp, ja, Rechnung ungefähr 100 Euro mehr. Plus 150 Euro für, allein für die Zugfahrkarte. Das sind schon mal 250 Euro mehr, nur weil ich arbeiten gehe. Plus natürlich halt erhöhter Essens- und erhöhter Nahrungsverbrauch. Ist ja klar, ne? Und, ja, ist alles teurer geworden. Ey. Ja, ich mein, da bist du dann ungefähr bei 300 Euro mehr. Also 300 Euro weniger würde ich verbrauchen, gefühlt, wenn ich jetzt rumharze. So, jetzt musst du halt ungefähr rechnen. Gut, wir dürfen ja jetzt offiziell nicht sagen, wie viel wir verdienen. Mit Miete, mit allem drum und dran bin ich bei der... Hatte ich vorher Kosten von... Ja, so knapp 700 Euro habe ich verbraucht. So 50 Euro konnte ich im Monat zurücklegen. Und jetzt habe ich ungefähr insgesamt Kosten von 1,2, 1,3. Werbung. Warum Alarm ausgelöst? Ich hab doch... Ey, wollt ihr mich verarschen? Da kriegst du doch Krampf in deinem Sack. Hier steht, töte sie. Besiege die Rönin, ohne entdeckt zu werden. Vorsicht, ihr seid ungeschützt. Geht in Deckung. Vielleicht Pfeil oder sowas. Ja, dann sind die anderen auch alarmiert und dann bist du gefickt. Was soll das für eine Scheiße? Ja, du kannst doch einmal so einen Pfeil schießen, wo die alle explodieren. Ja, warte mal. Kannst du mal probieren, aber ich glaube nicht, dass das ausreicht. Mai wurde getötet. Ah, die darf ich nicht töten. Die Mai darf ich nicht töten. Die Ronin schon? Ah, ich dachte, die Mai gehört zu den Ronins. Ich verstehe. Folge Mai zu den gestohlenen Erbstücken und besiege die Ronin, ohne entdeckt zu werden. Ah, das sind 5. Ich muss nur 4 killen, okay. Ich muss die halt wahrscheinlich alle killen. Ich darf die Frau nicht killen, die Typen schon, aber die dürfen mich nicht sehen. Verstehe. Genau, richtig. Verstehe. Ja, wenn ich mit dir spreche, könnte ich der Story nicht zuhören. Ich
bin eine wunderschöne Frau und ich gehe nachts im Wald spazieren. Was soll denn da denn schon großartig passieren? Er versteckt sich. Du solltest ihn doch gar nicht... Doch. Ich dachte, der nimmt den hinteren und dann springt er einfach durch. Och, leck mir doch die Rosette wund, ey. Kann ich einfach durchrennen? Ich meine, ich schnupfe ich weg wie Koks unter meine Eichel, Mann. Vorsicht, ihr seid ungeschützt. Ja, ja, hol nicht rum, alte Frau. Nee, ich mein's ernst, ey, mit Arbeitslosengeld, das ist hammerhart. Ich krieg da mehr Geld raus, wenn ich Arbeitslosengeld kriege. Mit 1250 krieg ich. Und, ja. Na gut, Arbeitslosengeld, dafür musst du ja 12 Monate am Stück gearbeitet haben. Ja, genau, richtig. Hab ich ja vorher bei Ferrero und so, deswegen. Ah, okay. Ja gut, Arbeitslosengeld kriegst du ja auch nur ein Jahr, ne? Ja, ja, genau. Am schlimmsten wird's halt, wenn du ungefähr umrechnest und du theoretisch unterm Strich mit Hartz IV mehr Geld rauskriegst, als würdest du Vollzeit arbeiten. Und ich befürchte, wenn das halt so weitergeht mit der Inflationsrate und den gering steigenden Löhnen, wird es ungefähr irgendwann so kommen. Ja, könnte ich mir auch so vorstellen, ey. Ja, guck mal, ich bin arbeitslos, ich krieg mehr Geld, als wenn ich jetzt hier mit Dingsen bin. Du hast dich schon wieder alarmiert. Nee. Warum kann ich die nicht massakrieren? Jetzt hat's geklappt. Kann ich nicht einfach killen? Ich meine, ist ja nur noch einer. Ja, aber ich muss ja der Dame folgen. Ich glaube, das macht die nicht, wenn der stirbt. Nehme ich schon mal den richtigen Bogen. So, Mai. Ja, mit der spreche ich gleich. Muss den erst noch klatschen. So, ich hoffe, wir haben jetzt hier nicht zu viele Details verraten. Weil ich ja eigentlich in der YouTube-Aufnahme bin. Bedeutet, es wird alles irgendwie online zugänglich gemacht. Deswegen müssen wir aufpassen, was wir sagen. Ja, werden wir gestalkt. Die Stasi hört mit. Erbstücke meiner Familie. Nee, das nicht. Wie konntet ihr mich verraten? Hab ich nicht. Ihr habt mich verstoßen. Ich habe euch gerettet. Mein Mann wollte euch auspeitschen. Er wusste es. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ich war die Fürstin des Adachi-Clans. Und ihr eine Diebe. Nee, also gehalttechnisch und so weiter muss bei mir auf jeden Fall mehr kommen. Ich habe keine Lust, da so in der Nähe wieder von Marburg hinzuziehen. Ich bin extra damals zu Ferrero nur umgezogen hier, da wo ich jetzt gerade wohne. Er tötete meine Familie. Und dann hat Ferrero sich so gedacht, weißt du was, wir reduzieren einfach mal die Leute. Das machen wir alle mal weg. So. Lassen zwei Leute da, die schon länger da sind, die länger bleiben wollen. Ja, das Interessante ist halt, dass das Outsourcing immer so auf dem Papier halt ganz gut ist.
gut aussieht und im Endeffekt machen sie sich halt damit kaputt. Wir wissen, dass ihr für einen Samurai arbeitet. Jetzt haben die ja eiskalt die Firma ja rausgeschmissen und jetzt hier die neue wieder, die alte wieder reingenommen. Hammerhart, ey. Meine Herrin. Wie? Ich weiß es nicht. Er sagte, ach, was die sich hier geben, ey. Ich weiß auch nicht, ey. Dass er meinen Schmerz, das ist doch bei unserer, wie gesagt, keine Namen nennen, aber das ist doch bei uns in der Firma jetzt genauso. Ich meine, an uns liegt es ja jetzt nicht unbedingt. Wir machen ja einen guten Job, was das angeht. Haben wir ja auch, kriegen ja auch ständig gesagt. Aber die Firma, die das geoutsourced wurde, die bremst uns halt so aus, dass wir einfach keinen guten Job leisten können. Das ist das Problem. Allein der First-Level-Support, muss man bedenken. Ich habe Kunden, die 2 Kilometer mit dem Bus fahren oder 3 von Arbeitsstelle A zu Arbeitsstelle B, nur damit ich denen irgendwie irgendwie ganz kurz was helfe, wofür eigentlich der Level-1-Support da ist. Aber weil der Scheiße macht oder die Sprache nicht spricht, machen die halt nur Mist. So eine Broschüre. Was? So eine Broschüre. Ich meine, sehr ernst, ey. Man gibt den Kunden einfach so eine Broschüre, weil die ja helfen sich selber. Das ist aber hart, ey. Echt? Das hatte ich noch nie. Nein, ich meine nur so. Um das Problem halt zu lösen, weißt du, so kurz so tut man sich halt um die Kunden kümmern. Man gibt denen sowas wie so eine Broschüre halt mit. Danke. Obwohl, das muss ich sagen, sowas hatte ich die letzten 2 Tage ja auch gemacht. Ich habe ja auch so eine kleine Dingsbums-Doku gemacht. Nur damit ihr es wisst. Ihr schuldet mir keine Erklärung. Mir war halt Drucker und so ein Kram installiert. Und das hat mir, glaube ich, in den letzten 3 Tagen, glaube ich, 10 Gänge erspart durchs halbe Gebäude. Das werde ich immer tun. Nur weil ich mir 5 Minuten Zeit genommen habe, habe mal ein bisschen was hingekriegt. Der Mann, den wir jagen, hat Gefühle für euch. Außer meine Mann. Ja, was die nicht hingekriegt haben über dem Video, was ich gerade gepostet habe. Keine Verehrer. Ich will halt nur nicht zu viele Informationen rausgeben. Aber das Video passt einfach dazu. Ja, so nett. Ja, genau. Und das könnte man theoretisch unten einfach bei denen einfach so posten und reinschicken. Das ist unglaublich. Ich schätze, die würden das verstehen. Unfucking glaublich. Kannst du ja echt nicht bringen. So, blöde Frage für die Leute, die noch zugucken. Habt ihr noch Bock auf Ghost of Tsushima oder wollen wir... Oder wollen wir jetzt mal langsam das Spiel wechseln? Also ich finde es aktuell okay. Ganz entspannt. So, Rüstungsschmiedin hat Verbesserungen. Ansonsten... Frieden für das Göttliche. Es gibt näher einen Schrein, dem Rauch aufsteigt. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Machen wir mal das. Bleib mal bei dem Spiel, dass du so langsam fertig bist mit dem und einen guten Puffer für YouTube hast. Ja, ist okay. Verstehe ich. Lohnt sich eh nicht mehr wirklich. Ja gut, ich weiß halt nicht, wie lange ihr noch könnt. Ich meine, die Aufnahme kann ich ja theoretisch weitermachen. Wenn ich gerade voll Bock habe. Boah, ich muss gucken, ich mir irgendwas zu trinken organisiere, ey. Wenn ich nur Wasser trinke, wirst du bekloppt. Ich werde doch bestimmt doch also irgendwo. Bitte? Morgen gebe ich mir auf jeden Fall Rotwein. Ich bin mal am Überlegen. Wie gesagt, morgen kommt Jan und Daniel vorbei. Der Daniel kommt. Daniel wird wahrscheinlich wieder heimfahren. Der Jan wird wahrscheinlich bei mir übernachten. So, mal gucken. Ich will auch nicht so lange machen, weil ich mich mit der Anna ja schon um 1 treffen will. Wollen wir noch ein bisschen durch die Stadt gehen. Ich habe ihr gesagt, dass ich noch Klamotten einkaufen will. Das darfst du einer Frau nie sagen. Die beharrt jetzt die ganze Zeit da drauf, dass wir das mache. Untersuche den zerstörten Schrein. Ja, ich habe doch da gerade das Schwert genommen. Ich wollte eigentlich Pokémon spielen. Kurz pullern. Fall nicht rein. Verunstaltet. Das geschah sicher mit Absicht. Völlig zerstört. Das kostete Zeit und Mühe. Ja, 4,5 Stunden. Oh nein! Oh, Sau! Getötet und zurückgelassen. Keinerlei Achtung für diese heiligen Boten.
Oh, das könnte Justin sein, der Typ da. Keinerlei Achtung für diese heiligen Boten. Ja gut, heilig würde ich Füchse jetzt auch nicht sehen. Aber einfach so töten müsste ich auch nicht. Was hier geschah, war ein Akt des Hasses. Weißt du, wer das war? Hat er eine verletzte Pfote oder warum humpelt er so? Cool. Garantiert war mir das. So. Boah, mir ist arschkalt. Wir kommen zurück. Tschüss. Wo ist der Fuchs jetzt hin? Folge dem Fuchs, das ist zwar schön und gut, aber musst du Strom sparen, hast du die Heizung ausgemacht. Ist so. Ja, ich muss halt Geld für die Ukraine. Ja, ich wollte eigentlich erst dann heizen, wenn es wirklich unmöglich halt wird. Ja. Ich habe ja gerade zwei Füchse gesehen. Sicher sind da noch mehr. Kabum. Bist du doch nicht reingefallen? Bist du doch nicht reingefallen? Wo denn, in die Toilette? Ja, Mann. Nee, ich hab mich leider noch nicht geschmust. Das mache ich erst, wenn ich noch ein bisschen mehr Alkohol trinke. Erstmal so 360, erstmal 11 Shots, 4 Bier. Und dann freunde ich mich mit der Toilette an. Dann schmuse ich die richtig. Toilettentief tauchen. Ja, genau, richtig. Ja, ist so. Ich gehe so ganz nah bei der Toilette hin, ich streiche die erstmal. Fang irgendwas mit der zu babbeln. Und dann geht's los, ey. Und dann dreht sich alles und die Party geht los. Blöden mongolischen Hunde. Können wir nicht einfach die Füchse hier jagen? Da wird der Justin ja ganz fuchsig, Mann. Tierschutz. Nimm einfach die Füchse. So viele getötet. Stört, was heilig ist. Dieser Lümmel. Justin, was sagst du denn dazu? Bist du bestimmt auch ganz sauer. Viel zu viele. Die haben Füchse getötet, diese Lümmel. Hier. Ja, alles Leichen, diese Wichser.
Ja, Mann, und dann muss ich jetzt da hier als Tierschützer ausgeben. Nee, aber hier in Japan sind halt Füchse zum gewissen Grad heilig. Und da tötest du halt andere Tiere. Dann alle. Da haben sich jetzt die und anderen göttlichen Boden nie wieder was an. Ihnen für das Göttliche. Friede sei mit den Toten. Als wüssten die Füchse, dass wir denen helfen. Was machen die da? So eine Party, ey. Ja, so eine Fuchsparty. Mhm. Das Skript für dich, siehst du das? Na, ist auch ganz knuffig. So. Haben wir jetzt alle fertig gemacht. Diese Lümmel. Einmal sind die leicht verschwunden. Da können wir jetzt hier in Ruhe uns umgucken, ohne dass der Yuna und eben Justin schlecht wird. So, dann hat sich das doch auch schon mal geklärt. Schnellreise, Fallensteller wäre was. Hier könnten wir, glaube ich, mit der Story weitermachen. Lass mich mal ganz kurz überlegen, was gibt's hier? Ja gut, Fallensteller, ne? Was haben wir hier? Die Geschichte von Yuna, 1 von 4. Machen wir doch eigentlich mal hier weiter. Ja, kann man mal machen. Du hörst mich noch, ne? Also ich höre dich noch im Discord, ja. Bei mir lädt aber der Stream gerade bei dir, warum auch immer. Weil ich Router-Cup hab. Ach so. Ja, der müsste gleich wieder da sein. Okay. Der müsste gleich wieder da sein. Mal aber gucken, ob sich... einmal jetzt angefangen. Ich dachte, das wäre jetzt bei mir gewesen oder so. Nee, generell so um 1:30 müsste das passieren. Wie viel haben wir es denn? 1:30, ne? Ja. Ungefähr. Ja. Erstmal Werbung hier. Klar, was ist los? Werbung. Ja, 1:30, stimmt, Tatsache. Ja. Ist kein Prime. Ich, nö. Okay. Ich hab ja, gar nichts, ich bin arm. Ja. Seh's gerade. Ja, jetzt sind wir wieder online. Jetzt stehen da 0 Stunden und 0 Minuten, jawohl. Ja, ja, fang wieder. Du hast angefangen mit dem Stream, ah ja. Auf jeden Fall. Wunderbar. Aber ich bin schon 3,5 Stunden am Recorden. Weißt ja, wie das funktioniert. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, das sagen sie alle hier. Haben gerade erst angefangen und so und dann sowas. Jetzt kommen noch erstmal so 4 Stunden nochmal dazu hier. Wie ich? Ja, natürlich. Wie ich diese Penner hasse. Ich hasse Lanzenkämpfer so sehr. Du weißt gar nicht, wie ich sie hasse. Ich hasse sie so widerlich. Aber mit dem wegweisenden Wind finde ich irgendwie cool. Ich finde, so ein bisschen hat das was.